Hallo, grüß dich und hallo. Aqua. Ich glaube, die letzten Spiele waren schon so, dass wir sagen, okay, man hat schon auch einen Fortschritt gesehen. Das natürlich mitnehmen und wenn es geht, natürlich dann auch besser wie in der Hinrunde dann abzuschneiden, obwohl ich auch sage, Hinrunde hatten wir auch keine leichte Hinrunde mit vielen Ausfällen, mit viel drumherum. Das stimmt, aber ich habe schon auch einen Fortschritt gesehen in der Stabilität der Mannschaft. Ja, also Pavlas verhält sich wie ein Profi, er ist super im Training, haben wir gestern wieder gesehen, da haben wir ein paar rausgefischt von mir, das war ja Wahnsinn. Er ist ein Top-Profi, der macht seinen Job. Wir wissen alle, dass es auch nicht einfach ist für ihn im Moment. Trotzdem steht er hinter der Mannschaft, macht seinen Job und hilft uns so gut, wie er kann. Und das muss man auch einfach anerkennen. Ja, ich glaube allgemein, sind wir aktiv, ohne dass ich jetzt da involviert bin. Aber ich glaube schon, dass die Verantwortlichen da natürlich schon genau drauf schauen, was wir im Kader dann auch brauchen. Natürlich wäre es gut, wenn wir da den einen oder anderen dann auch dazu bekommen würden in der gesamten Mannschaft, natürlich auch in der Dreierkette, aber auch in anderen Positionen. Wäre es natürlich gut, wenn wir das eine oder andere noch dazu bekommen würden. Ja, ich habe ihn jetzt noch nicht so lang gesehen, eigentlich, seitdem er wieder da ist. Ist ein bisschen kränkelt hier erschienen. Da war es nicht so, ich glaube, wir haben eigentlich nur Happy New Year und dann sind wir zum Training und dann war es das, glaube ich. So lange haben wir uns dieses Jahr schon gesehen. Deswegen haben wir noch nicht so viel geredet miteinander. Ja, aber er tut unserem Spiel natürlich gut. Er kann die Bälle gut festhalten. Er ist körperlich auch sehr stabil, um das Spiel auch nach vorne dann zu treiben. Hat einen guten Fuß, hat einen guten Blick für die Räume. Natürlich tut er uns sehr, sehr gut. Was er sich dann auch wünscht, was der Club sich wünscht, was auch Eintracht Frankfurt damit mitzureden hat oder was, keine Ahnung, also kann ich hier, will ich ganz, ganz schwer sagen. Aber ich hoffe, dass egal wie rum es dann geht, es für Rafa das Beste ist und für Werder das Beste ist und da werden die sich schon zusammensetzen. Ja, bedrohlich ist was anderes, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass wir. Oder es ist auch unser Anspruch, dann auch den Blick nach vorne zu nehmen, nach oben zu schauen. Klar ist auch ein bisschen Vorsprung ganz, ganz schön, damit man auch in Ruhe dann auch nach vorne schauen kann, klar. Aber ich glaube, wir haben schon den Anspruch auch in der Mannschaft und auch als Verein, dass wir dann wirklich die Rückrunde auch dafür nehmen, uns weiter zu verbessern, taktisch, spielerisch, sowie auch, wenn man auf die Punkte schaut. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein Spiel in der Rückrunde. Ist ja noch eins, ne? Ja. Wenn wir das gewinnen sollten, dann sind wir knapp dran. Das ist die Hinrunde vom letzten Jahr, wo jeder gesagt hat, oh wow, ist das eine tolle Hinrunde zu schaffen. So, also ganz so schlimm, wie es dann immer geschrieben wird, finde ich es dann auch immer nicht.